Neuss in Nordrhein-Westfalen. Hier im Landkreis leben rund 30.000 Menschen von Hartz IV. Zu ihnen gehören Vanessa und Jessica. Ich bin Vanessa. Und ich bin ihre Frau Jessie. Wer für Mindestlohn arbeiten geht, hat sie für mich nicht alle. Wir lieben das Rauchen, aber dafür gibt's einfach viel zu wenig Hartz IV. Für Kippen gehe ich jetzt arbeiten. Ob es sich finanziell lohnt, werden wir sehen. Nee, das wird sich nicht lohnen. Auf gar keinen Fall. Seit knapp 5 Wochen ist Vanessa bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt. Ganz weg vom Amt ist sie aber noch nicht. Sie bezieht noch einen Wohngeldzuschuss von rund 250 Euro. Doch das Paar will mehr. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Jobcenter, damit wir vielleicht vom Jobcenter noch etwas Aufstockung bekommen, damit wir den Monat überhaupt überleben. Wie viel Euro würdest du vom Jobcenter als angemessen empfinden? Als angemessen würde ich empfinden, wenn wir 900 bis 1000 Euro vom Jobcenter bekommen würden. Also ich wäre da anderer Meinung. Ja, welcher Meinung wärst du? 1, 2. Das wäre mehr als Vanessas Nettoverdienst und fast dreimal so viel wie Jessies Hartz-IV-Satz. Die beiden haben hohe Ansprüche an den Vaterstaat. Vor allen Dingen, es müsste dann keiner arbeiten gehen, weil man ja jetzt auch sieht, trotz Arbeit hat sie ja nicht wirklich viel bekommen. Ihr erster Gehaltscheck war für Vanessa eine große Enttäuschung. Sie hatte allerdings auch schon einen Vorschuss von 300 Euro bekommen. Hier ist Ihre Abrechnung. Ja, sehen Sie 4-mal KK. Das heißt, Sie waren innerhalb der ersten 28 Tage krank, kriegen entsprechend das Geld nicht von uns, sondern von der Krankenkasse. Ja, in Summe ist dann 847 Euro. Der Vorschuss 300, jetzt bleibt bei Ihnen noch 547 zur Auszahlung. Unter 900 Euro netto im Monat wollte Vanessa auf keinen Fall arbeiten gehen. Entsprechend groß war der Frust. Du bist arbeiten gegangen für im Endeffekt nichts. Das kommt ja eigentlich auch selber dabei raus, ob ich vom Staat lebe oder arbeiten gehe. Nun bleibt abzuwarten, was das Jobcenter zu dieser Einstellung sagt. Jessica und Vanessa sind seit Jahren regelmäßige Besucher des Amtes. Und? Ja, die konnten uns jetzt nicht viel sagen. Die leiten das jetzt nur weiter und wir müssen jetzt abwarten. Also ich habe dafür kein Verständnis. Ja. Man hätte ja mal wenigstens drüber gucken können. Ja, die lassen uns jetzt dementsprechend im Regen stehen. Und sowas macht mich sauer. Ja, mich auch. Man kriegt keine Antworten. Das Einzige, was man immer nur machen muss, ist warten, warten, warten. Das kann auch ein bisschen schneller gehen. Das macht mich echt, manchmal könnte ich da echt ausrasten. Die beiden scheinen zu denken, das Jobcenter sei nur für sie da. Die sitzen mit ihren Ärschen da oben in ihren Büros und lassen sich jetzt wieder Zeit. Das ist Jobcenter. Ja. So einen Job hätte ich auch gern. Ganzen Tag mit dem Arsch sitzen bleiben und nur kurz telefonieren oder Knöpfchen drücken. Hat Jessie etwa gerade ihren Traumjob gefunden? Müsstest du eine Ausbildung machen? Das würde ich dann auch noch machen. Für 500 Euro, 600 Euro im ersten Jahr? Nein. Da würde ich keine Ausbildung machen. Nein, definitiv im nicht. Leben nicht. Da kann ich direkt von Hartz IV leben. Es wäre ja auch zu schön gewesen. An der Kieler Bucht in Schleswig-Holstein liegt die Gemeinde Schönberg. In dem beschaulichen Ort leben rund 6.500 Menschen. Zwei von ihnen sind Marion und ihr Mann Bernd. Beide sind arbeitssuchend. Ich bin Bernd. Ich bin Marion. Früher konnten wir uns noch alles leisten. Und heute leben wir von Hartz IV. Bernd verlor seinen gut bezahlten Job in der Versicherungsbranche. Seitdem befindet sich das Paar in einer Abwärtsspirale. Die Geldsorgen sind eine Belastungsprobe für unsere Beziehung. Vor 3 Jahren sah das noch anders aus. Urlaube, Luxus, Eigentumswohnung. Doch mit dem Jobverlust kam der tiefe Fall. Heute sind Plattenbau und hohe Schulden bittere Realität für das Paar. Beim letzten Mal ging eine neue Schreckensnachricht ein. So, unser jetziger Vermieter hat jetzt nochmal angerufen. Ja. Das heißt, was ist passiert? Ja, das geht halt darum, dass halt angehende Restmiete plus Nebenkosten sehr hoch ist. Das sind 1.450 Euro. Nur Nebenkosten?
Das ist ja 1450 Euro, wie sollen wir denn innerhalb das? Von noch nicht mal ein Jahr. Also eigentlich zahlt das Jobcenter die Nebenkosten, auch die Nachzahlung, wenn das im gewissen Rahmen ist. Aber diese Summe sprengt ja jeglichen Rahmen. Der hat aber gesagt, das hat er dir gesagt. Mir hat er nichts gesagt. Mich gerade draußen, ihr habt irgendwie gesprochen, hat er gesagt. Wann soll ich denn mit ihm gesprochen haben? Ja, das weiß ich ja nicht. Ich habe mit ihm nicht gesprochen. Ich habe das Handy nie. Ach, halt dich nicht mal aus. Gut, ist mir auch echt zu schade. Also glaubst du lieber dem Vermieter als deinem Mann? Nein, nicht, nein. Doch, das ist ja eh die Summe. Nee, du sagst es doch jetzt gerade. Du sagst, du glaubst dem Vermieter mehr wie mir. Es stresst mich nur gerade, ja. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Traurig, dass du das so denkst. Sind das solche Situationen, die dich zum Streit bringen? Ja, das hauptsächlich, ja. Weil ich habe die stärkeren Nerven und Marion, die kriegt sie mir gleich Panik. Und ich kann sie auch nicht beruhigen. Dann hat sie diese Panik und dann ist alles. Und das Schlimme ist, dass er dann alles schlecht ist. Weiß ich, ich muss damit umgehen. Ich habe so eine Situation vorher nicht gehabt. Ne? Das sind so Sachen, die mich wirklich knallhart treffen. Aber warum streitet ihr jetzt untereinander? Das weiß ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Es ist ja nicht nur das Finanzielle. Es gibt so viele Sachen, die auch noch zusätzlich da ja auch nun belasten. Und wo man sagt, wann ist es Zeit, die Reißleine zu treffen. Soweit ist das schon. Ja, was willst du dann machen? Was heißt das dann? Willst dich trennen? Was heißt trennen? Es ändert sich ja momentan. Wir haben so viele Differenzen im Moment, dass wo ich schon nächtelang überhaupt nicht mehr schlafen kann, Tabletten nehme, soll man das aushalten? Aber dafür kann ich ja nichts. Wenn jetzt immer mehr Probleme kommen, dann hält man zusammen und versucht, die zusammen durchzustehen. So kenne ich das. Die 41-Jährige ist mit ihren Nerven am Ende. Kann die Ehe der beiden diese schwere Krise überstehen? Also wenn Maren sich von mir trennen würde, wäre das für mich eine Katastrophe, hauptsächlich emotional. Also ich kann mir das nicht vorstellen, will es mir auch gar nicht vorstellen. Mir tut das sehr weh, wenn wir uns streiten. Ich und mein Mann. Wir hatten noch eine Zeit lang noch, das war ein ganz anderes Verhältnis, da waren wir nie auseinander so gesessen. Ne? Da ist kein Blatt dazwischen gekommen und jetzt sitzen wir schon in anderen Ecken. Wer hat sich denn darüber gesetzt? Ja. Ich habe zuerst gesessen. Die Existenzsorgen lasten schwer auf beiden. Zu schwer? Wie soll es jetzt mit uns weitergehen? Ich weiß es selber. Ich muss mich selber auch erstmal sammeln im Moment. Ne? Es sind so viele Faktoren im Moment, die wieder aufeinander prallen. Bin ich eigentlich diejenige, die das immer regeln muss und ich einfach auch momentan gar nicht mehr die Kraft habe. Wir mussten das alleine regeln. Ja, es ist doch so. Was war denn gestern so bei mit den Telefonaten wieder alle? Dafür habe ich am Tag vorher alles geregelt. Der eine macht das und der andere macht das, der gerade der dran ist. Erzähl doch nicht so einen Schwachsinn. Das ist kein Schwachsinn. Willst du jetzt sagen, du regelst alles? Wir regeln das zusammen. Wir gehen zusammen zum Jobcenter, wir gehen dahin zusammen, wir stellen uns vor wegen irgendwas. Das machen wir alles zusammen. Ja. Du hast das Handy, also kann ich niemanden anrufen oder angerufen werden. Streitereien wie diese sind mittlerweile an der Tagesordnung. Auslöser ist meist das Geld. Dass es jemals so weit kommen könnte, hätten beide nie gedacht. Marion ist fix und fertig, das wird sie heute auch nicht mehr beruhigen. Für mich ist es momentan überhaupt nicht mehr auszuhalten. Sie glaubt, wenn sie dann jetzt hier weggeht oder mich verlässt, dass die Sorgen dann weg sind. Einfach diese Ängste, die jeden Tag nur noch da sind, einfach weghaben möchte. Das macht sie sich dann halt selbst vor, weil du kannst ja hinreisen, wo du willst, die Probleme nimmst du ja mit. Ja. Doch mit ihren Sorgen fühlt sich Marion schon jetzt alleine gelassen. Ich will kurz. Köln. Hier leben Willi und Carola. Die ehemaligen Obdachlosen sind seit 5 Jahren ein Paar und sie ergänzen sich auf ihre ganz eigene Art. Carola gibt das Geld aus, das Willi verdient. Also mein Gehalt ist das Einzige, was überhaupt reinkommt. Im Moment habe ich keine Lust zu arbeiten. Einfach keine Lust? Nee,
einfach keine Lust. Ab und zu ist es ein Streitthema. Du könntest ja auch mal ein Popo bewegen, mach doch mal was ein bisschen. Aber wir sind zusammen. Ich mache das ja auf eine Hinsicht auch eigentlich auch sehr gerne. Knapp 4 Wochen nach unserem letzten Besuch sind wir erneut bei den beiden. In der Wohnung treffen wir allerdings nur William. Corona und ich, wir haben uns getrennt. Aber was heißt getrennt? Die ist wieder gegangen. In den letzten 5 Jahren gab es bereits einige Höhen und Tiefen. Zuletzt führten die beiden eine Art On-Off-Beziehung. Also ich suche noch ein paar Sachen von ihr zusammen, die ich jetzt noch hier habe. Wie kam es? Erklär mal. Weißt du, an zu streiten, alles, den wir schon wieder hatten. Ach, dir ist das anscheinend alles egal. Mir ist das auch nicht scheißegal. Überleg, was ich hier alles tue. Überleg, was ich die ganzen 4 Jahre lang gemacht habe. Wer hat mich denn belogen? Überleg. Ja. Kannst du mich ja direkt als Schlampe hinstellen? Dann bist du irgendwie selber schuld. Hallo, deine Frau saß im Knast. Das ist bald mal gut. Benimm dich schon nicht wie im Kinderjachten. Du verstehst mich nicht. Mann, ich hab langsam auf die Kacke keinen Bock mehr. Ging halt nicht mehr. Ja, dann hat sie dann irgendwann mal wieder ihren leichten Ausraster gekriegt, hat ihre Sachen gepackt und ist dann gegangen. Carola allerdings gibt Willi die Schuld für das Beziehungs aus. Sie macht ihm schwere Vorwürfe. Wir haben uns jetzt endgültig getrennt, weil ich mal so ehrlich bin, der hatte mich in dem Sinne belogen. Ich denke mal, dass der nicht arbeiten gegangen ist, dass es da eine andere gibt. Aber wissen tue ich es nicht, weil ich weiß es nicht. Weil der hat ja kaum mit mir geredet. Sie hat die ganze Scheiße gebaut und nicht ich. Ich bin die ganze Zeit immer nur arbeiten gewesen. Aber hatte sie Grund, eifersüchtig zu sein? Nein, hat die gar nicht gehabt. Aber was soll ich denn großartig machen? Ich muss ja arbeiten gehen, damit wenigstens eine hier Geld verdient. Ich sehe es nicht mehr ein, dass ich nur noch alleine bin, dass du mich belügst und so. Ja, dann habe ich gesagt, tschüss. Also gab es keine andere Frau? Nein, hier wird auch nicht. Deswegen sage ich, von mir aus kann sie jetzt bleiben oder Pfeffer wechseln, ist mir auch egal. Lief das dann Streit ab oder wie kann man sich das vorstellen? Im Streit auf jeden Fall, weil ich habe noch eine halbe Flasche Bier mitgenommen, habe die dann unten vor die Wand gepfeffert aus Wut. Ja, und dann bin ich gegangen. Ich werde auch keine Träne mehr hinterher weinen. Mal der Rest. Aber jetzt gehe ich nicht mehr zurück, nein. Weil das die gleiche Scheiße wieder von vorne anfängt, nein. Diesmal für immer? Ja, diesmal für immer. Vor einem Jahr steckte die Beziehung schon einmal in einer tiefen Krise. Was war der Grund, warum hat es getrennt? Ja, im Grunde ist eigentlich deswegen gewesen, weil ich es immer nur allein gelassen habe. Ne, nach ihrer Aussage, dass ich unverschämterweise arbeiten gegangen bin. Also der Willi hatte nicht Zeit, um meine Bedürfnisse zu akzeptieren, wie Gefühle, Kuscheleinheiten, Geschlechtsverkehr zum Beispiel. Die 35-Jährige ließ sich daraufhin von ihrem arbeitslosen Nachbarn Stefan trösten. Willi war ja nur arbeiten. Und Stefan hat mehr Zeit für mich, weil er Hartz IV bezieht. Wenn ich dann zu Hause bin, dann ist die Frau direkt an erster Stelle wieder. Wenn nicht, ist nicht die Arbeit an erster Stelle, dann ist die Frau an erster Stelle. Carola zog zu Stefan, der im selben Wohnblock lebt. Doch nur 2 Wochen später erhielten wir eine überraschende Nachricht von Willi. Moin. Willi erzählt, ihr seid wieder zusammen? Ja, wir sind wieder zusammengekommen. Wir haben uns ausgesprochen, alles drum und dran. Und jetzt fangen wir von neu an. Also sprich Ehrlichkeit, alles zeigen, ne? Keine Vorhaltung mehr machen.